Ja, sehr geehrte Damen und Herren, nach den bewegenden Worten ist es ganz schwierig, jetzt einfach eine politische Rede zu halten, weil ich glaube, dass jedem von uns das noch einmal vor Augen führt, in welche Situationen in anderen Ländern politische Aktivität führen kann und wie man dort verfolgen kann, ein Land, das gar nicht weit weg ist von Deutschland, das lange Zeit eine Entwicklung genommen hat, wo man dachte, das entwickelt sich in eine eher europäische Richtung, wie das jetzt in eine Diktatur zurückdriftet und welche Konsequenzen das auch ganz persönlich für Menschen hat. Dietmar hat es vorhin angesprochen, die wir getroffen haben, die hier bei uns zu Gast waren in der Fraktion im Bundestag. Ich muss sagen, das ist erschütternd und natürlich auch wirklich bedrückend. Ich möchte in meiner Rede den Schwerpunkt darauf legen, welche Perspektiven oder welche Entwicklungen ich generell für die deutsch-türkischen Beziehungen unter den aktuellen Verhältnissen sehe und natürlich auch, welche Auswirkungen für Deutschland das hat. Natürlich kann man sagen, die Auswirkungen für Deutschland sind relativ marginal im Vergleich zu den Auswirkungen dieser Entwicklung für die Türkei selbst, für Menschen in der Türkei selbst. Aber darüber werden wir ja noch sehr, sehr viel hören, vor allem eben von unseren geschätzten türkischen Kollegen, die ja sehr viel authentischer dann über die türkische Entwicklung berichten können, als ich das könnte. Deswegen will ich mich vor allem darauf beziehen, was bedeutet es für uns, was bedeutet es für Deutschland, aber auch, was ist eigentlich unsere Erwartung an die Bundesregierung oder was könnte, was sollte eine Bundesregierung in dieser aktuellen Situation tun, die ja natürlich keine leichte ist. Meine zur politischen Kommunikation des türkischen Staatspräsidenten hat Herr Lammert ja schon einiges gesagt. Auch von mir noch einmal vielen Dank dafür, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Wenn man sich die Art und Weise dieser Kommunikation ansieht, wenn man die Verbalinjurien, anders kann man es ja gar nicht nennen, Revue passieren lässt, dann ist völlig klar, die Strategie von Erdogan ist, dass alle, die nicht seiner Meinung sind, außerhalb des demokratischen Diskurses gestellt werden. Das macht er sowohl gegenüber seinen sozusagen Andersdenkenden in der Türkei, er macht es aber eben auch gegenüber jedem in Europa, der dort eine andere Position formuliert. Da wird der politische Gegner in der Türkei als Terrorist deformiert und jemand, der in auch die deutsche Regierung, andere Regierungen Europas, die türkische Regierung zu kritisieren wagten, als Faschisten und Nazis abqualifiziert. Und wer natürlich so agiert, der macht damit auch deutlich klar, also wenn jemand ein Terrorist ist oder wenn jemand ein Nazi ist, ein Faschist ist, dann heißt das, der Gegner muss vernichtet werden, er muss bekämpft werden mit allen Mitteln. Es gibt keinen demokratischen Diskurs, es gibt keine demokratische Auseinandersetzung, sondern es ist sozusagen der blanke Hass, der dort geschürt wird und der Hass, der natürlich in sich auch durchaus Gewalt trägt. Und der Aufruf zur Gewalt wird ja sozusagen nicht nur unterschwellig von Erdogan impliziert. Also wenn ich sage, die und jenen sind Terroristen, dann rufe ich ja auch schon zur Gewalt auf, nämlich derer, die sich dann gegen diese wehren sollen, sondern teilweise wird ja in regelrechter Mafia-Manier von Erdogan selbst zur Gewalt aufgerufen. Ich habe mir nur ein Zitat mal rausgeschrieben, weil ich das wirklich erschreckend fand, dass ein Staatspräsident, mit dem immerhin Frau Merkel, also in regelmäßigen Abständen, dem sie Besuche abstattet, dass der also so etwas von sich gibt. Der hat also vor kurzem formuliert, an die Europäer gerichtet, wenn ihr euch weiterhin so benehmt, wird morgen kein einziger Europäer, kein einziger Westler, auch nur irgendwo auf der Welt sicher und beruhigt einen Schritt auf die Straße setzen können. Das ist der Aufruf zum Terrorismus. Also da spricht ein Terrorist. Nichts anderes ist das. Also wer so agiert, der ruft zur Gewalt auf. Und die Frage ist eben, wie sollte Deutschland auf eine solche Entwicklung reagieren und hat die Bundesregierung unseres Erachtens angemessen reagiert. In der Türkei ist völlig klar, da ruft er nicht nur zur Gewalt auf, er praktiziert sie auch.
Er praktiziert sie in den kurdischen Gebieten ganz brutal als Kriegführung, aber er praktiziert sie eben auch mit Massenverhaftungen, Massenentlassungen aus dem öffentlichen Dienst, mit der politischen Verfolgung der Opposition. Aber er macht noch mehr. Er agiert ja auch sehr, sehr gezielt nach Europa hinein. Also nicht nur, dass er europäische Länder oder europäische Politiker, auch andersdenkende in Europa, beschimpft, sondern er hat eine ganz klare Strategie, seine Kampfzone nach Europa auszuweiten. Und dafür, dass er die Chance dazu hat, sind meines Erachtens zwei Dinge von entscheidender Bedeutung. Das ist zum einen der Umgang der Bundesregierung, vor allem auch der Bundeskanzlerin Angela Merkel, mit der Türkei und der Umstand, dass es durch eine Reihe von Interessen offensichtlich für sie eine Art Abhängigkeits- oder auch Erpressbarkeitssituation entstanden ist, die dann eben auch bedeutet, dass Dinge laufen gelassen werden, wo man eigentlich hätte gegenhalten können und auch müssen. Und die zweite Schiene, mit der er seinen Einfluss ja auch geltend machen kann, ist das engmaschige Netzwerk, das er in Deutschland und Europa auch schon hat. Also Leute, Strukturen, Organisationen, die türkische Regierung steuern kann, mit denen Kritiker bedroht, ausspioniert und eingeschüchtert werden. Wie engmaschig dieses Netz inzwischen ist, das habe ich selber auch durch Zufall erfahren, weil ich natürlich durch meine Verbindung in den Landesverband NRW beispielsweise auch Kontakt habe oder auch davon gehört habe zu einer unserer Kandidatinnen dort, die auf der Landesliste kandidiert, Ezgi Gücel'dağ. Und dort war es so, dass sie, also die ist aus Essen, vor wenigen Tagen öffentlich über die sozialen Netzwerke Post von einem AKP-Anhänger bekommen hat. Sie solle sich doch nicht so frei in Deutschland fühlen. Er hätte ihre Daten an die türkischen Behörden weitergegeben und bei ihrer nächsten Türkei-Reise werde man ihr wörtlich, das ist jetzt ein Zitat, werde man ihr schon zeigen, was es heißt, die Türkei zu beleidigen. Also eine Genossin, eine Kollegin, die in NRW für die Linke kandidiert und selbstverständlich ist das kein Einzelfall, sondern das ist Strategie. So werden Menschen eingeschüchtert. So werden Menschen auch unter Druck gesetzt und so werden sie natürlich auch dazu veranlasst, eben beispielsweise in die Türkei ja gar nicht mehr reisen zu können. Also zurück zu der Frage, warum funktioniert das? Warum lassen wir das zu auf deutschem Boden? Das ist ja auch, also das ist ja eine öffentliche Nachricht gewesen von diesem AKP-Anhänger. Ich glaube, dass dazu ein wichtiger Meilenstein tatsächlich der unsägliche Türkei-Pakt, der unsägliche Flüchtlingspakt gewesen ist, mit dem Flüchtlingspakt, der ja vor allem von der deutschen Regierung, von der deutschen Bundeskanzlerin vorangetrieben wurde, hat man sich natürlich abhängig gemacht, weil Erdogan sozusagen als derjenige, der als Türsteher Europas autorisiert wird, die Flüchtlinge von Europa fernzuhalten, natürlich jederzeit sagen kann, ich habe den Schlüssel in der Hand, wenn er nicht macht, was ich will, dann mache ich eben die Schleusen wieder auf. Das hat er ja sogar mehrfach jetzt ganz klar angedeutet und angedroht. Das heißt, da hat man sich in einer gewissen Weise abhängig gemacht, was ein Teil der Reaktion, denke ich, schon erklärt. Das ist aber nicht alles. Selbstverständlich ist die Türkei auch ein wichtiger NATO-Partner. Und auch das spielt, meine ich, in den Beziehungen oder auch in dem offensichtlichen Bemühen, immer wieder zu deeskalieren, obwohl die türkischen Äußerungen so sind, dass man da eigentlich fast gar nichts mehr deeskalieren kann, weil das ist ja wirklich die extremste Form des Angriffs und der Beschimpfung, was von türkischer Seite kommt. Aber auch eben das Bemühen, einen NATO-Partner, auf dessen Partnerschaft sicherlich vor allem auch die Vereinigten Staaten großen Wert legen, dort bei Laune zu halten, dürfte ein weiterer wichtiger Aspekt sein. Und drittens, natürlich ist das Land am Bosporus auch eine profitable Anlagemöglichkeit deutscher Unternehmen. Und natürlich hat auch die Perspektive, die man eingeräumt hat in Bezug auf EU, auch damit zu tun, dass dort einige in den Startlöchern standen oder nicht nur in den Startlöchern, also auch schon richtig Investitionsprojekte in der Türkei
gemacht haben, vorangetrieben haben. Und das ist natürlich eine Lobby, die auch Druck macht, hier diese Verhältnisse sozusagen möglichst pfleglich, mal, ich sage mal in Anführungsstrichen pfleglich, weil es ist ja eigentlich zynisch, was da abgeht, so zu gestalten. Das alles hat dazu geführt, dass die Kanzlerin leider geschwiegen hat, als der türkische Staatspräsident die von Herrn Lammert eben angesprochenen Bluttests gefordert hat. Und mir sei auch die Bemerkung erlaubt, dass man anders damit umgehen konnte und dafür wirklich kein Linker oder irgendwie anders parteipolitisch orientiert sein muss, das hat Bundestagspräsident Norbert Lammert gezeigt, der diese Art der völkischen Drohungen von Erdogan von Anfang an unmissverständlich verurteilt hat. Und ich möchte deswegen auch noch einmal im Namen meiner Fraktion ganz ausdrücklich mich bei Norbert Lammert dafür bedanken, weil es war wichtig, dass das so klar verurteilt wurde. Aber es ist eben leider nicht die Linie der Bundesregierung. Als Herr Böhmermann damals dieses satirische Gedicht verfasst hat, wurde er von der Bundeskanzlerin in ziemlich, finde ich, auch rechtsstaatlich fragwürdiger Weise öffentlich vorverurteilt. Als deutsche Abgeordnete die Einreise in die Türkei nach Incirlik zunächst mal verweigert wurde, schwieg die Kanzlerin weiter. Aber es kam noch schlimmer. Das Schweigen ist ja nur ein Teil. Da macht man sich vielleicht noch nicht mitschuldig. Aber mitschuldig macht man sich, wenn man vor wichtigen Ereignissen in der Türkei in dieses Land fährt und damit Erdogan die Möglichkeit gibt, solche Reisen für sich zu instrumentalisieren. Und das hat sie zweimal gemacht, im November 2015 vor einer wichtigen Parlamentswahl und jetzt im Februar, keine zwei Monate vor dem Referendum in der Türkei. Und ich finde, das ist wirklich nicht verantwortbar, einem solchen Diktator vor solchen Entscheidungen durch eine derartige Reise und damit eben Handshake und Präsenz den Rücken zu stärken. Da wird man mitschuldig, wenn man das tut. Sicher, ich kenne die Einwände. Man sagt dann immer, das sei ein normaler Dialog, das sei ein notwendiger Dialog. Auch Außenminister Gabriel hat sich ja dazu verbogen, das so darzustellen. Aber ich frage mich schon, was hat das mit Dialog zu tun, wenn man tatsächlich die Türkei oder die türkische Regierung nach innen gegenüber denen, die sie unterdrückt, in dieser Weise stärkt? Das hat nichts mit Dialog zu tun. Dialog ist natürlich, dass man auch zu unerfreulichen Regierungen, auch zu Diktaturen einen Gesprächskontakt, einen diplomatischen Kontakt hält, aber doch nicht, dass man eine Regierung auf dieser Weise stützt. Und ich sage auch, es ist meines Erachtens auch nicht Teil eines normalen Dialogs oder normaler Diplomatie, dass man einer Diktatur, die ganz klar Krieg auch gegen Teile der eigenen Bevölkerung führt, die Waffen dazu liefert. Sondern das ist natürlich nicht alternativlos. Und deswegen haben wir als Linke immer ganz klar gefordert, Schluss mit diesen Rüstungsexporten in die Türkei. Und jetzt sind einige der Rüstungsexporte untersagt worden. Das ist gut und richtig. Aber wir sehen natürlich mit großen Besorgnissen, dass jetzt die Rüstungsschmiede Rheinmetall, also apropos eben Investitionsstandpunkt, also Rheinmetall in der Türkei eine Panzerfabrik bauen wird. Und das heißt, wollen wir in Zukunft wirklich, dass Al-Qaida-Verbände in Syrien mit diesen Waffen von Rheinmetall vorgehen oder kurdische Zivilisten in der Türkei niederschießen? Ich finde, das geht gar nicht. Und deswegen fordern wir auch von der Regierung, diesen Bau zu untersagen und zu verbieten. Gut, bei der NATO, da muss ich mal sagen, das nur als Spitze am Rande. Es spricht natürlich auch nicht gerade, ich meine, dass wir die NATO kritisieren, ist bekannt, aber es spricht auch wirklich nicht für diese Militärstruktur, dass eine Diktatur wie die Türkei, die derart massiv Andersdenkende verfolgt, weiter Mitglied dieses Militärpakts sein kann. Also das bestärkt uns erst recht in unserer Kritik an dieser militärischen Zusammenarbeit. Aber es ist eben auch kein Dialog.
Und das ist auch nicht im Rahmen der NATO irgendwo begründbar oder zu rechtfertigen, dass wir eben jetzt diesen Standort in Incirlik aufrechterhalten, trotz all dieser Entwicklungen. Das hätte man natürlich ändern können. Und genauso ist es ein Problem, und das ist schon länger Thema, und das weiß auch die Bundesregierung, dass die türkische Regierung ja Zugriff auf die Daten hat, die die deutschen Tornado-Aufklärungsflüge über Syrien erheben. Und es ist bekannt, dass Erdogan, dass sein Regime aufs Engste mit bestimmten islamistischen Terrorbanden in Syrien kooperieren. Und das hat man ja auch bei einigen Vorgehen in bestimmten Gegenden durchaus gemerkt, wo er also dieser Al-Qaida-Offensive offenbar zugearbeitet hat. Das heißt, Deutschland behauptet, sie würden dort einen Krieg gegen den Terror führen. In Wirklichkeit erheben sie Daten, die über die türkische Regierung an Terroristen in Syrien gehen. Und ich finde, da ist wirklich Schluss. Da kann man die ganze Heuchelei und die ganze Unehrlichkeit dieser Politik ganz klar sehen. Und deswegen sagen wir, Schluss mit der Stationierung in Incirlik, Rückzug deutscher Soldaten aus der Türkei. Das ist die einzige Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann. Aber es ist natürlich auch nicht Teil eines normalen Dialogs, dass mit einem Land EU-Beitrittsverhandlungen geführt werden. Also Beitrittsverhandlungen sollte man mit Ländern führen, die einem wirklich sehr, sehr nahe sind und die man dann in die EU aufnehmen möchte. Mit der Türkei werden die Beitrittsverhandlungen unverändert weitergeführt. Ich meine, es werden keine neuen Kapitel eröffnet. Aber es ist trotzdem so, dass es bisher keinen Stopp dieses Beitrittsprozesses gibt. Und das finde ich schon auch ziemlich ungeheuerlich. Also ich meine, hier geht es ja nicht nur um Gespräche, sondern es geht auch ganz konkret um Zahlungen. Dietmar Bartsch hat es vorhin angesprochen. Über 600 Millionen Euro fließen im Rahmen dieser Vorbeitrittsgespräche jedes Jahr an die türkische Regierung, also in die Türkei und in dem Falle an Erdogan. Und natürlich ist es rechtlich so, dass man diese finanziellen Mittel auch nur stoppen kann, wenn man die Beitrittsverhandlungen stoppen würde. Und ich finde, da muss eigentlich ganz klar sein, Beitrittsverhandlungen mit einer Diktatur sind mit der europäischen Idee völlig unvereinbar. Und deswegen fordern wir Schluss mit diesen Beitrittsverhandlungen, solange die Türkei eine solche Entwicklung nimmt, wie wir sie zurzeit erleben. Also insoweit, da gibt es viel Mitverantwortung, auch für die türkische Entwicklung, weil das alles für ihn ja Rückhalt ist. Das signalisiert ja alles, dass er eigentlich machen kann, was er will, dass er die schlimmsten verbalen Ausfälle sich leisten kann. Und irgendwie geht alles weiter und gerade die deutsche Regierung duckt sich weg. Aber das ist noch nur ein Teil. Jetzt komme ich zu den Problemen, die das uns auch direkt und konkret in Deutschland bereitet und auch in Europa. Ich habe schon gesagt, er hat die Strategie, seine Kampfzone nach Europa auszuweiten. Er hat den Anspruch, türkischstämmige Menschen in Europa für seine Zwecke zu instrumentalisieren und seine Kritiker in Europa einzuschüchtern. Und ich finde auch hier, dass die Bundesregierung das bisher nicht in ausreichendem Maße beantwortet hat. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass sie noch nicht mal ein Problembewusstsein dessen hat, was dort eigentlich läuft und was sehr wohl den inneren Frieden in europäischen Ländern erheblich beeinträchtigen oder sogar zerstören kann. Und dabei setzt Erdogan sein Netzwerk aus Faschisten und Islamisten zielgerichtet ein. Dazu zählen zum Beispiel neben der Euro-AKP und gewaltbereiten Rockervereinigungen vor allem die Moscheevereine DİTİB in Deutschland, die ja von türkischen Staatsbeamten, seien es Imame oder Konsulatsangehörige, direkt kontrolliert werden. Und diese Moscheevereine sind inzwischen zu Erdogans Arm in Deutschland geworden. Und wenn es wie in Berlin etwa neutrale oder kritische Vorstände der Moscheevereine gibt, dann werden die regelrecht gesäubert. Das kann man ja nachweisen oder kann man auch direkt beobachten. Das heißt, wer nicht für Erdogan ist, wird rausgeworfen. Und deswegen hat die Kooperation mit diesen Moscheevereinen nichts mit Religionsfreiheit zu tun. Weil diese Moscheevereine, denen geht es nicht um Religion, denen geht es nicht darum, dass es Freiheit haben muss. Und das finde ich auch selbstverständlich in Deutschland, auch Moslem zu sein, selbstverständlich. Aber doch nicht in einem kontrolliert durch einen Moscheeverband, der von einem Diktator kontrolliert und gesteuert wird.
Und dazu kam die Spitzelaffäre von Imam der DITIB, das haben Sie sicher alle verfolgt. Und hier bin ich sehr froh, dass wir sehr einmütig auch innerhalb der Fraktion Die Linken die klare Position haben, wir wollen Erdogans Spione ausweisen, weil wir finden, die haben hier in unserem Land nichts zu suchen. Meint 6.000 Spione soll es von Erdogan inzwischen in Deutschland geben. Und ich finde, die Bundesregierung hat die verdammte Aufgabe, diesem Spitzelnetzwerk endlich den Kampf anzusagen, statt weiterhin sich wegzuducken. Und teilweise läuft auf Länderebene enge Kooperation bis dahin, dass sie sogar staatliche Mittel nach wie vor bekommen. Nein, es geht nicht darum, dass dort mal ein paar Adressen vielleicht aufgeschrieben wurden von Spitzeln, sondern es geht wirklich bis hin zu türkischen Mordkommandos gegenüber Kurden. Auch das hier auf deutschem Territorium. Und ich finde, da erwarte ich auch von den deutschen Strafverfolgungsbehörden endlich, dass der Verfolgungsdruck gegenüber diesen Leuten, die auch mit offenen Terrordrohungen, ich habe sie am Anfang zitiert, gegenüber unserer Kollegin dort sich kenntlich machen, dass dort endlich deutlicher vorgegangen wird, um die Meinungsfreiheit von Kritikern mindestens hier in Deutschland zu gewährleisten. Also wir haben ja schon keine Chance, Kritiker in der Türkei zu schützen, aber wir müssen ja wenigstens dafür sorgen, dass Menschen nicht hier in Deutschland noch bedroht werden, die dort kritische Positionen einnehmen. Zu dem Eiertanz, den die Bundesregierung aufgeführt hat, als es um die Werbefeldzüge von Erdogan und seinen Ministern in Deutschland geht, will ich nicht allzu viel sagen. Ich finde, auch das war blamabel. Das war blamabel, zumal das Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt hat, dass die Bundesregierung zuständig ist. Und die Bundesregierung versteckt sich dann hinter Bürgermeistern kleiner Städte, kleinerer Orte. Und die werden im Grunde mit dem Problem alleine gelassen. Ich finde, das ist wirklich sowas von peinlich und von blamabel, wie sie sich dort versucht hat, aus der Affäre zu ziehen, statt ähnlich wie das die Regierung in Österreich gemacht hat, ähnlich wie das die niederländische Regierung gemacht hat, klar zu sagen, Werbefeldzüge für die Diktatur sind auf unserem Territorium unerwünscht. Und ich finde, kein Grundgesetz ermöglicht solche Werbefeldzüge. Und jetzt gut, wird es solche Werbung nicht weiter geben. Erdogans Netzwerk hat großzügig auf Ministerauftritte verzichtet. Aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob es eine Gegenleistung ist, aber es fällt schon auf, welchen großen Platz bestimmte AKP-Propagandisten in deutschen Talkshows eingeräumt bekommen. Also ich meine, das ist ja für Sie viel, viel lukrativer, als in irgendeinem engen Saal dann vielleicht vor 300 Leuten zu reden, wenn Sie dann bei Illner oder in anderen Talkshows ein Millionenpublikum erreichen können. Und das ist schon auffällig, wie dort plötzlich also die Möglichkeiten eingeräumt werden, und zwar sehr, sehr ausgiebig. Ich weiß auch nicht, niemand weiß es, niemand kann es sagen, was es sonst für informelle Zusagen gibt, um jetzt dieses Problem der Ministerauftritte abzuräumen, ob die Bundesregierung neu sich noch mal zugesagt hat, für die Zollunion einzusetzen, was auch immer. Ich finde, das ist diese Art der Verhandlung, die es da offensichtlich gegeben hat, die ist schon als solche absolut inakzeptabel, statt ganz klar eine Position einzunehmen und auch vor allem sich dafür einzusetzen, das wäre ja auch eine wichtige Aufgabe der deutschen Regierung gewesen, sich dafür einzusetzen, dass es eine gemeinsame europäische Position gibt. Das ist ja das, was Österreich eigentlich auch erwartet und die österreichische Regierung, die man nun in vielen Fragen nicht toll finden muss. Aber in der Frage hatte sie recht. Sie hat eigentlich erwartet, dass die EU eine gemeinsame Position dazu findet, dass nicht das eine Land das so handhabt, ein anderes anders und man dann wiederum die Länder gegeneinander ausspielt. Und da ist leider die Bundesregierung in keiner Weise irgendwie tätig geworden, um eine solche europäische Abstimmung zu ermöglichen. Auch das, finde ich, da hat sie schlicht und ergreifend versagt. Und das ist natürlich gerade angesichts auch des deutschen Einflusses in Europa und der Möglichkeit, die man damit gehabt hätte, auch Erdogan wirklich Paroli zu bieten, überhaupt nicht zu rechtfertigen. Das Gleiche betrifft natürlich auch die Frage, wie wir, das habe ich schon angesprochen, eben mit diesen verschiedenen Organisationen Erdogans in Deutschland umgehen. Und da ist eben das Problem,
dass man offensichtlich nicht nur nicht sehen will, nicht wissen will, welchen Einfluss diese Organisationen nehmen, sondern man hat nach wie vor, setzt man auf offensive Zusammenarbeit. Herr de Maizière mit seiner Islamkonferenz baut auf eine solche Zusammenarbeit. Und das, obwohl wir es inzwischen in vielen europäischen Ländern mit einer Art doppelter Rechter zu tun haben. Also in den Niederlanden war das sehr deutlich. Also in den Niederlanden haben wir einerseits natürlich die rechtsdemagogische Partei von Wilders, die ja ganz klar auf Islamfeindlichkeit und Rassismus setzt. Die hat 13% bekommen bei der letzten Wahl. Aber es gibt in den Niederlanden auch inzwischen eine sogenannte Migrantenpartei DENK, die keine Migrantenpartei ist, sondern die ganz klar Erdogans Politik unterstützt und seinen Einfluss in Europa ausweiten will, die also angetreten ist zu einer Wahl. Sie hat dort lediglich 2% bekommen, was allerdings in den Niederlanden für 3 Mandate reicht. Und in den großen Metropolen hat sie auch schon über 5%. Und natürlich fällt dort auf, auch wenn ich da nicht die Gleichsetzung, das verbietet sich, aber dass die türkische Außenpolitik durchaus Ansatzpunkte zeigt, die an die Außenpolitik des Dritten Reichs erinnern, nämlich zu versuchen, Minderheiten in anderen Ländern zu schaffen, um am Ende die eigene Gewaltpolitik, die eigene Geopolitik, die eigene Erpressungspolitik in anderen Ländern zu etablieren. Und auch deshalb ist es eben so wichtig, dass die Bundesregierung nicht zum Opfer ihrer eigenen Politik wird und diese Desintegrationspolitik Erdogans laufen lässt, weil das natürlich auch bedeutet, dass zum Beispiel türkische Gemeinden auch in Deutschland immer mehr gespalten werden. Und man muss auch sehen, die Rechte, also die sozusagen faschistoide Rechte, die rechtspopulistische Rechte, und dann eben auch diese von Erdogan gesteuerte Rechte, die verhalten sich wie kommunizierende Röhren. Also sie brauchen sich gegenseitig, sie spielen sich gegenseitig quasi die Stärke zu. Also auf der einen Seite eben dann rechte Organisationen, die natürlich Islamfeindlichkeit prägen, aber auf der anderen Seite rechte Organisationen von Erdogan, die islamistisch orientiert sind und die genau sozusagen die Vorwände liefern, die dann wieder die andere Rechte stark machen. Und genau dieses Spiel heizt sich immer mehr auf. Und wir müssen natürlich auch in Deutschland konstatieren, wenn wir sehen, wie gerade eine jüngere Generation, die überwiegend gar nicht in der Türkei geboren ist, sondern in Deutschland geboren ist, jetzt teilweise gerade durch islamistische Inhalte viel stärker angesprochen und radikalisiert wird als ihre Elterngeneration. Das ist natürlich auch ein Ausweis eines massiven Scheiterns von Integration. Also letztlich geht es ja nicht nur darum, was Erdogan will oder was er mit seinen Organisationen und Vorfeldverbänden erreicht, sondern warum ist da eigentlich eine Aufnahmebereitschaft? Warum ist denn da eine Möglichkeit, derart Teile der türkischen Gemeinden zu erreichen? Und ich finde, da muss man über die soziale Frage reden, natürlich. Das hat ja was damit zu tun, mit Chancenlosigkeit, mit hoher Arbeitslosigkeit. Wenn man sich im Ruhrgebiet anguckt, wie viele Kinder mit Migrationshintergrund arm sind, das sind noch viel mehr, das ist fast jedes zweite Kind, das sind noch mehr natürlich als bei Kindern, die einen solchen Hintergrund nicht haben. Perspektivlosigkeit, Hartz IV. Also all das zählt dazu, all das macht es Erdogan leicht, in Teilen eben dieser türkischen Gemeinden dort mit seinen islamistischen Inhalten tatsächlich Boden zu gewinnen und damit Integration endgültig zum Scheitern zu bringen. Weil wer einmal dort sozusagen beeinflusst ist, der ist eben dann auch kaum noch integrationspolitisch oder gar nicht kaum noch integrierbar, weil er sich eben völlig anders orientiert, weil er, obwohl er in Deutschland immer lebt, eigentlich auf ein ganz anderes Land orientiert und ausgerichtet ist. Und wenn man das verhindern will, dann muss der Staat, statt sich immer weiter zurückzuziehen und solchen Organisationen zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung und anderes zu überlassen, müsste genau das eine öffentliche Aufgabe sein. Man muss sich ganz anders darum kümmern, dass Integration gelingt. Und natürlich am Ende hängt es daran, an sozialen Perspektiven, an Berufschancen, an Aufstiegschancen. Wenn das alles nicht da ist, ist dann eben auch ein Potenzial für Radikalisierung. Das gilt für die Rechte, sozusagen die Rechte in Deutschland genauso eben auch wie für die islamistische Rechte. Am Ende
und das gilt auch wieder für beide, hat die Rechte, die historisch die Völker immer nur in Krieg, Konfrontation und Elend geführt. Und deswegen bin ich überzeugt und sind wir als Linke überzeugt, die dürfen nie wieder eine zweite Chance erhalten. Und deswegen muss der Druck auf die Bundesregierung steigen, dass sie all diesen Umtrieben Erdogans, all diesen Bestrebungen wirklich mit allen Möglichkeiten, die sie hat, und es sind viele Möglichkeiten, ich habe ja viele aufgezählt, tatsächlich einen Riegel vorschiebt, dass sie wirklich dagegen agiert. Und darum werden wir auch weiter im Bundestag kämpfen, da werden wir sie auch weiter unter Druck setzen, dass das nicht so weitergehen kann. Unser Platz jedenfalls ist nicht an der Seite des Terrorpaten Erdogan, sondern selbstverständlich an der Seite der politisch Verfolgten in der Türkei und natürlich auch der Kritiker, die wir jetzt heute auch bei uns als Gäste haben, weil ich finde, das sind unsere Partner, das sind unsere Verbündeten, das ist die Türkei, mit der wir zusammenarbeiten wollen und mit der wir uns Zusammenarbeit wünschen. Und natürlich müssen wir gemeinsam weiter Druck machen. Auch Druck für die Freilassung von eingekerkerten Journalisten. Da ist natürlich Deniz Yücel als einer, den die meisten in Deutschland persönlich kennen. Aber er steht natürlich für viele Hunderte oder Tausende weitere, die ja auch alle verurteilt, alle oder teilweise ohne Verurteilung, aber auch im Knast sind. Auch das dürfen wir nicht vergessen, wie viele Menschen jetzt in der Türkei wirklich in den Gefängnissen sind, unter unsäglichen Bedingungen dort unschuldig verhaftet sind. Und das ist uns eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Deswegen freue ich mich, dass wir heute diese Konferenz haben, freue mich auch auf die weiteren Beiträge und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus